Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um das Thema Eventmanagement-Studium. Uns erreichen nämlich ganz viele Fragen zu dem Thema, ich will Hochzeitsplaner werden und ich würde gerne davor Eventmanagement studieren oder muss ich Eventmanagement studieren, um überhaupt erfolgreich Hochzeitsplaner werden zu können. Und darum geht es heute und ich möchte ganz explizit darauf eingehen, dieses Video ist für alle, die fest wirklich entschlossen haben und die Absicht haben, Hochzeitsplaner zu werden, die aber überlegen, einfach noch ein Eventmanagement-Studium zu machen, weil sie sich dadurch sicherer fühlen. Und jetzt nenne ich dir zwei Punkte, warum es nicht sinnvoll ist, Eventmanagement zu studieren, um dann im Nachgang Hochzeitsplaner zu werden. Ja, starten wir mit Punkt Nummer 1. Ganz klar, dein Studium wird keine Themen der Hochzeitsplanung umfassen. Und ich möchte vorweg sagen, dass die Planung eines Events und die Planung einer Hochzeit wirklich mit anderen Augen betrachten werden sollte. Also dir sollte bewusst sein, im Studium wird es keine expliziten Themen geben, wie du eine Hochzeit zu planen hast, wie du Brautpaare führst, wie du Planungsgespräche angehst, wie ein Dekorationskonzept aussieht, wie einfach diese Planungsgespräche auch laufen und wann was besprochen wird. Das gibt es in deinem Studium dann nicht. Das ist aber so ein essentieller Teil als Hochzeitsplaner, weil genau das einmal ganz stark deinen Beruf ausmacht. Wie du mit Brautpaaren umgehst, welche Aspekte wann besprochen werden müssen und wie sie dann auch angegangen werden müssen. Und ganz klar ist, das gibt es nicht im Studium. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Wenn man auch wirklich die Absicht hat, Hochzeitsplaner zu werden, bedeutet das ganz klar, du möchtest und du brauchst ein stabiles Business, denn du willst Geld damit verdienen. Und wenn man Geld damit verdienen möchte, bedeutet das einfach, dass man so eine gute Basis haben muss, in deinem Marketing, in deinem Vertrieb. Das sind ja sogar noch Punkte, auf die ich gar nicht eingehen werde gerade. Aber dein Business ist etwas, was dich voranbringt und was du einfach brauchst, um Hochzeitsplaner zu werden. Und wichtig ist, im Studium kriegst du keinen Fahrplan mit an die Hand gegeben, wie du genau dieses Business aufbaust. Welche Aspekte auf der Website wichtig sind für dich, um Mehrwert zu schaffen? Welche Aspekte in deiner Positionierung wichtig sind? Oder so Themen wie auch Customer Journey, wie gesagt, Positionierung, Preisgestaltung, Zielgruppenanalyse. Also das sind einfach Themen, die sind auch so individuell auf dich abgestimmt, weil du ja dann auch dein Branding machen wirst, du hast einen gewissen Charakter, du hast deine Werte, du hast deine eigene Philosophie dahinter. Und das sind einfach Themen, auch die wird es im Studium nicht geben. Aber auch die sind genauso essentiell wie Punkt Nummer 1, um erfolgreich als Hochzeitsplaner zu werden. Und wichtig ist einfach auch, zum Beispiel Systematisierungen oder was hatten wir noch, Vertriebsprozesse. Also ich könnte ja noch ganz viel einfach sagen oder das, was wichtig wäre. Ihr seht aber einfach, dass wenn man wirklich die Absicht hat, Hochzeitsplaner zu werden, muss man auch wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten oder sprechen, die dort sind, wo ihr auch sein möchtet. Und genau aus diesem Grund haben wir auch unser Training Wedding Planner X auf die Beine gestellt, damit ihr explizit auf den Beruf des Hochzeitsplaners auch vorbereitet seid, dass ihr genau wisst, wie ihr euer Business als Hochzeitsplaner aufbaut, ohne falsche Entscheidungen zu treffen, ohne finanzielle Einbußen, ohne zeitliche Faktoren zu unterstützen. Das sind auch Sachen, die auch zum Beispiel mit dem Thema Selbstständigkeit zu tun haben, die es leider im Studium nicht gibt. Und wenn du aber gerade dabei bist, mitten in deinem Studium oder dich trotzdem fest entschlossen hast, zu sagen, na, ich will das Studium einfach für mich machen, dann kann ich nur auf den Weg geben, ruht euch nicht darauf aus und bitte konzentriert euch wirklich darauf, die passende Ausbildung für euch zu finden, ein Training, wo ihr mit an die Hand genommen wird, ein Fahrplan mit an die Hand gibt, dass ihr erfolgreich Hochzeitsplaner werdet, aber ganz wichtig, dass ihr auch wirklich erfolgreich bleibt.